Hallo Elektronikfreunde, ich habe mir jetzt einen 3D-Drucker gekauft, einen Bausatz, und ich dachte mir, ich mache das einfach mal aus Spaß und wollte mir jetzt keinen Drucker für 3.000 € kaufen, sondern erstmal mit dem billigsten Modell anfangen. Das habe ich nun hier. Gekostet hat mich das 89 €, ich glaube plus 4 € Versand. Und ich will mal kurz durchgehen, was hier so drin ist und natürlich dann das Ding aufbauen. Das ist hier so ein Holzbau Typ CTCA8, findet man überall auf eBay oder sonst wo. Und ich dachte, ich kaufe mir den einfach mal und baue den auf. Also, was ist hier drin? Ich habe einen großen Karton bekommen mit zwei Styroporblöcken und ich werde das mal kurz durchgehen und zeigen, was da so drin ist. Also, hier diese Seitenteile, dann hier so ein Hauptrahmen. Ich werde das mal vorsichtig auch beiseite legen erstmal. Dann ist hier ein Netzteil drin, Steuerplatine. Und dann haben wir hier das Display. Ich mache das jetzt noch nicht ab, erst später so mit den Tasten. Und dann haben wir interessanterweise hier für die, also eine Spule, für eine Spule, um nachher hier das Filament drauf zu machen. Das ist auch dabei in drei Farben. Eine CD ist dabei. Ein bisschen Kabelbinderzeugs, USB-Kabel, Motoren, schon mal ein bisschen vormontiert, das finde ich ganz gut. Hier auch nochmal auf der linken Seite. Dann haben wir hier Stromversorgung, Stromversorgungskabel, Lüfter. Wobei das Kabel hier nicht passt, das ist natürlich hier eine US-Norm oder sowas, das ist keine Ahnung. Netzschalter mit Sicherung, das ist nicht bei allen dabei. Ich habe also schon gesehen, dass es welche gibt, die diesen Netzschalter nicht drin haben mit der Buchse und der Sicherung. Aber das ist natürlich ganz gut. Ja, jetzt gehe ich mal zu der zweiten Packung. Dazu werde ich die erste erstmal hier kurz wegschieben. Moment. In der zweiten Packung sieht man jetzt also hier das Heizbett. Zusatzteile noch. Hier nochmal die weitere Achse hier mit dem Motor dran, Gewindestange und Führungsschiene und hier drunter, ich weiß gar nicht mehr, was hier noch ist. Ich müsste es mal vorsichtig rausnehmen. Auch nochmal Zubehörkram, hier ist eigentlich gar nichts weiter drunter. Hier nochmal Spulenhalter. Da kommt also offenbar die Spule dann rein, also dieses, was ich da eben gezeigt hatte und ein bisschen Zubehörleitung, Flachband. Es sind also einige Dinge schon vormontiert. Man muss also nicht wirklich alles selber montieren, was schon mal ganz gut ist. Und ich bin gespannt natürlich auf den Zusammenbau, wie der geht und natürlich später auch das Druckergebnis. Auf der CD, die dabei liegt, ist natürlich auch eine Aufbauanleitung mit bei. Und man fängt hier mit diesem Rahmen an und zwar so, dass wenn man den hier hochstellt, ist auf der linken Seite hier dieser Lüfter. Also dieser Lüfterausschnitt so. Und hier oben hat man dann die Ecken, die noch ein bisschen abstehen. Und dann macht man diese Seitenteile rein, sodass das eine Seitenteil mit dem großen Lüfterausschnitt auf der rechten Seite ist und das andere auf der linken Seite. Und dann nimmt man eigentlich immer nur Mutter und Schraube und verbindet es dann hier an dieser Stelle. Dort kommt die Mutter rein und die Schraube wird dann von links reingedrückt. Und wichtig dabei ist, jede Mutter hat auch noch eine Scheibe. Die sollte auf jeden Fall oder darf nicht vergessen werden, sodass es nachher dann so eingesetzt wird. Und das werde ich jetzt mit allen Schrauben und Muttern, die hier sind, durchführen. So, Schrauben und Muttern sind jetzt hier drin und man hat dann auch gleich passendes Werkzeug, einen Inbusschlüssel und kann das dann anziehen. Ich denke mal nicht zu extrem fest, aber so, dass es eben gut anliegt. Hier die Platte an der Frontplatte sozusagen. Und dann sollte das halten. Die Schrauben, die hier verwendet werden, das habe ich vergessen zu sagen, sind 3x16. Als nächstes wird das Netzteil montiert. Das Netzteil kommt dahin, wo hier dieser große Lüfterausschnitt ist.
Und zwar so, dass die Kontakte hier nach unten zeigen und dann wird das hier so montiert. Da ist oben ein Loch und hier unten sind nochmal zwei Löcher und dort wird mit M3 mal 8 Schrauben und auch der Unterlegscheibe das Netzteil montiert. Ich hänge dazu sozusagen das Netzteil hier oben erstmal an mit der Schraube und dann kann ich die anderen beiden Schrauben, die da noch übrig sind, montieren oder anschrauben. In der Hoffnung, dass es hier mal geht. Wo ist es hier? Das müsste eigentlich gehen. So, also das Netzteil hängt schon, ist noch nicht ganz fest. Und dort, wie gesagt, sind auch nochmal zwei Schrauben reinzudrehen in das Netzteil. Ich würde es auf jeden Fall so stehen lassen. Ich würde es jetzt nicht umkippen hier, das Gestell, weil die ganze Sache hier mit dem Holz ist doch relativ wackelig. Nicht, dass es dann abbricht. So, das Netzteil ist dran, aber ich hatte echte Probleme mit den Schrauben, die aus meiner Sicht von ganz schlechter Qualität sind. Ich habe also jetzt eigene Schrauben genommen und etwas länger, also M3x10, 2 mm mehr, das müsste auch gehen. Und als nächstes erfolgt die Installation oder der Anschluss hier von dem Netzschalter. Das ist hier das Modul mit dem Netzschalter und mir sind zwei Sachen aufgefallen. Die erste Sache ist hier sind die Farben. Man hat ja grün-gelb hier für den Schutzleiter, allerdings werde ich hier diese beiden anderen Leitungen austauschen, schwarz und rot gegen blau und braun. Und das zweite, was mir aufgefallen ist, dass hier der Netzschalter nur einpolig schaltet, den werde ich also auch sozusagen so hier stecken, dass zweipolig geschaltet wird. Eine dritte Sache, die mir auch noch aufgefallen ist, das sind hier offene Kabelschuhe, nachher fürs Netzteil. Ich werde auf jeden Fall geschlossene Kabelschuhe nehmen, dass die auf jeden Fall sicher dort dann drin sind im Netzteil und nicht rausrutschen können. Also das Modul baue ich hier einfach um. Ich habe jetzt den Netzschalter umgebaut, insofern, oder diese Einheit hier, dass eben der Schalter zweipolig schaltet. Und man sieht jetzt hier auch diese Abstandshalter, die ich noch aufgeschraubt habe. Und zwar will ich das mal kurz zeigen, denn es gibt ein Problem. So passt das nicht dort rein, hier in diesen Aufbau, den ich bis jetzt habe. Und zwar, ich muss das jetzt hier mal so drehen und kippen. Hier ist ja der Ausschnitt für den Netzschalter dort. Und das Problem ist einfach, dass wenn ich jetzt den Netzschalter da einbauen würde von der anderen Seite, also dass ich es von der rechten Seite aus einschalten kann, dann würde der hier rausragen. Hier ist aber eine Achse, die hier verläuft, sodass das da eventuell im Weg steht. Und es geht natürlich nicht und deswegen habe ich dort hier bei dem Schalter dann hier diese Abstandsbolzen rangeschraubt, dass der Netzschalter sozusagen da weiter nach rechts jetzt von hier aus gesehen landet. Und das sollte dann auch eigentlich keine Probleme bereiten, wobei das auch keine optimale Lösung dazu ist. Ich werde jetzt also hier erstmal diese Einheit von dem Netzschalter da anschrauben. Ich habe jetzt das hier mal hingelegt. Hier ist also das Netzteil, hier ist der Netzschalter. Und ich biege jetzt hier die Leitung so ein bisschen weg und werde also auf beiden Seiten jeweils das anschrauben. Das ist gerade die Schraube, da ist eine Scheibe zu viel. Also einmal hier und einmal auf der anderen Seite und dann kann ich den Netzschalter danach auch verdrahten. Ich musste allerdings noch Kabelschuhe anbringen, wie ich das ja vorhin schon gesagt habe. Die Schrauben sind etwas zu kurz. Das liegt gerade so. Ne, die kriege ich hier gar nicht zu fassen. So, jetzt müsste es gehen. Und jetzt ziehe ich die nochmal an und kann dann den Netzschalter dann auch verdrahten. Also so ist er jetzt dran mit dem bisschen Abstand hier nach draußen.
Schalter, den habe ich jetzt hier nach vorne gelegt. Das Netzkabel kommt ja nachher hier rein. So ist er also jetzt dran. So sieht jetzt hier die Montage aus. Der Netzschalter ist hier und habe also hier die Leitung auch ein bisschen gekürzt. Die waren viel zu lang. Ich habe hier nochmal die anderen beiden Leitungen angeklemmt gleich. Und zwar ist es da für die Spannungsversorgung nachher für die Hauptplatine. Da habe ich eigentlich auch gleich mit dran gemacht. Und so ist das erstmal soweit okay. Als nächstes soll laut Anleitung hier dieses P-Assembly montiert werden. Das ist hier die Heizplatte und zwar so, dass sie die hier so durchgeht. So und dann da hinten angeschraubt wird. Das mache ich jetzt nicht, weil ich habe nämlich gesehen, wenn ich das jetzt machen würde, dann komme ich an die Schrauben später, wo die Motoren hier rechts und links montiert werden, nicht mehr ran oder beziehungsweise sehr schlecht noch ran. Also hier kommen ja die beiden Motoren ran. Einmal hier auf der Seite dieser, der Motor, also das ist das A4 Assembly nennt sich das hier. Und hier auf der rechten Seite ist A5 Assembly und die werden hier mit zwei Schrauben montiert. Und gerade diese Schrauben, diese dort und auch diese hier, da kommt man sehr schlecht ran, würde jetzt die Heizplatte schon montiert sein. Deswegen werde ich zuerst die beiden Motoren montieren und danach dann sicherlich die Heizplatte. Ich habe jetzt hier die beiden Motoren schon so ein bisschen vorbereitet, insofern, dass ich die Leitung angesteckt habe. Einmal bei dem A4 Assembly kommt die Leitung Z1 rein und bei dem A5 Assembly die Leitung Z2. Der Unterschied ist nur die Länge. Es ist ja so, die Elektronik kommt nachher auf die linke Seite und der rechte Motor braucht natürlich eine längere Leitung hier zu der Elektronik, deswegen kommt dort die längere Leitung ran und jetzt werde ich dort die Motoren hier links und rechts montieren. Bevor man die montieren kann, zieht man hier die Leitung durch jeweils, hier durch diese Öffnung. Ich lege das schon mal einfach so hin und dort auch. Jetzt merkt man auch schon das nächste Problem. Auf der anderen Seite hier ist ja schon der Netzschalter verbaut. Ich weiß nicht, ob ich ihn nochmal rausnehmen muss. Ich hoffe nicht. Auf jeden Fall ziehe ich hier die Leitung durch, sodass ich den Motor dann dort montieren kann. Die Montage hier mit der Mutter und der Schraube, die kann manchmal ein bisschen lästig sein, weil jetzt hier in dem Fall die Mutter von oben hier eingelegt werden muss und dann vielleicht durchfällt. Und da kann man sich einfach mit einem Klebestreifen behelfen, indem man hier die Mutter auf den Klebestreifen ein bisschen klebt und dann hier einsetzt, sodass sie nicht rausfallen kann. So, und dann kann man von der anderen Seite dann die Schraube einfach durchstecken und dann anschrauben. Ich habe jetzt hier die Schraube durchgesteckt und angeschraubt erstmal los und kann jetzt den Klebestreifen abmachen. Und dann ist das eben auch fest. Wie man sieht, habe ich jetzt doch hier den Netzschalter nochmal abgemacht, weil ich sonst hier sehr schlecht da an die Schrauben rankomme für diese Motorhalterung. Also ein bisschen doppelte Arbeit ist hier. Also Netzschalter noch nicht anbringen, vielleicht erst am Ende oder zumindest danach. Also nachdem man die Motoren hier montiert hat. Und man sieht jetzt auch hier sehr schön, ich komme also sehr gut hier an die Schraube ran. Hier war ja dieses Gestänge, was da reinkommt von der Heizplatte. Auf der anderen Seite genauso, sodass jetzt beide Motoren dort fixiert sind. Als nächstes wird das P-Assembly montiert, das ist also die Heizplatte. Man sieht, ich habe jetzt hier das mal so quer aufgestellt. Und die wird also von hinten hier rangesetzt, reingelegt und wird dann hier unten erstmal festgeschraubt. Danach dreht man es nochmal um und dann wird auf der Unterseite hier auch nochmal festgeschraubt. Man sieht jetzt hier die Rückseite und jetzt wird praktisch dieses Gestell, wo die Heizplatte drauf ist, nochmal angeschraubt und zwar hier innen, da sind so eine Teile noch, die ja auf den Achsen, also auf den Gewindestangen liegen und die werden da angeschraubt, auch mit einer 3x16 plus einer Scheibe und auf der anderen Seite dann eben die Mutter, sodass es dann hier auch eine Stabilität bekommt. So, ich habe den bisherigen Zusammenbau mal hier
hingelegt sozusagen. Man guckt also jetzt von unten, hier ist also die Heizplatte von unten gesehen und hier sind diese vier Schrauben, um nochmal die Stabilität zu gewähren. Ich gehe mal hier nochmal runter. Dort sieht man also diese Teile hier, wie die dort angeschraubt sind und hier auf der anderen Seite genauso. Und ich glaube, das nächste, was jetzt installiert werden soll, ist das LC-Display. Das LC-Display wird einfach hier an den vier Löchern montiert, so dass es dann bündig hier vorne abschließt. Also relativ einfach. Wieder natürlich Schraube mit der Scheibe nicht vergessen und die Mutter dann auf der Rückseite. Und dann ist das eigentlich erledigt. Als nächstes wird das sogenannte Q-Assemble installiert. Und zwar sind das hier zum einen die Gewindestangen und auch die Führungsstangen. Und was kann man dazu sagen? Also die Führungsstangen kommen hier in diese Löcher seitlich der Motoren rein. Die liegen nachher auf den Motoren sozusagen auf, dort und dort. Und die Gewindestangen werden hier raufgedrückt. Und zwar, das ist so eine Art Schrumpfschlauch, aber beziehungsweise ein fester Schlauch, der dort das miteinander verbindet. Das ist sehr schwergängig. Und man sollte auf jeden Fall darauf achten, dass man, wenn man diese Gewindestange hier raufdrückt, dass man den Motor hier sozusagen unterstützt. Einfach das aus der Gefahr heraus, dass hier da auch nichts abbricht oder so von dem Holz. Also wenn diese Gewindestange raufgedrückt wird, unbedingt hier unten mit der Hand den Motor abstützen, dann raufdrücken und dann sollte das gehen. Ich habe jetzt hier mal eine der Gewindestangen, so sieht es aus. Also da ist dieser Schlauch drauf, der ist sehr fest. Also es ist jetzt kein Schrumpfschlauch in dem Sinne. Und der muss jetzt also hier raufgedrückt werden. Ich halte es jetzt hier mal fest. Man muss ein bisschen hin und her gehen und dann so ein Stück für Stück runterdrücken. Immer hin und her bewegen so ein bisschen. Und ich zeige das gleich mal von nahen, wie das da aussieht. So sieht es jetzt aus. Hier die Verbindung, das ist also nicht ganz bis ganz runtergedrückt. Und so ist die Stange hier mit der Achse vom Motor verbunden. Und hier auf der linken Seite, hier ist ja dieses Loch, da kommt die Führungsstange rein. Die geht auch ein bisschen stramm, soll sie ja auch, sie soll ja gut führen. Und das macht man auf beiden Seiten, also einmal hier auf der linken Seite und auf der rechten Seite. Als nächstes muss hier dieses sogenannte Q-Assembly montiert werden. Das ist diese Einheit, wo nachher der Extruder hier montiert wird auch noch. Und da muss man jetzt im Prinzip hier die Gewindestange ansetzen und sehen, dass er hier eben reinfährt. Und hier auf der linken Seite auch. Möglichst gleichmäßig natürlich. Das wird nachher ja noch, sag ich mal, angepasst, aber dass man hier immer dreht auf beiden Seiten. Irgendwann wird er hier in die Führung kommen für die Führungsschienen oder für die Führungsstangen. Und so kann man das dann erstmal ein Stück runterdrehen hier. Dauert eine Weile, bis er dort die Führung hier trifft. Und dann kann man das erstmal runterfahren ein Stück, dass man dann im Anschluss daran natürlich noch diese Oberteile, die hier oben raufkommen, hier hinten, dann natürlich auch noch montieren kann. Ich werde jetzt erstmal die beiden Gewindestangen so weit drehen, dass hier die Achse runterfährt oder diese ganze Einheit, sodass ich dann hier oben die Sachen dort montieren kann. Wenn man das macht, dann wird man feststellen, dass der Motor hier gerade so vorbeiführt. Da ist ja auch nochmal die Platte hinten. Da muss man so ein bisschen hin und her drehen, aber es geht normalerweise dann, sodass man jetzt im Prinzip die ganze Einheit ein Stück runterfahren kann. So, ich habe das jetzt hier so weit runtergefahren, sodass ich jetzt hier diese Teile dort montieren kann. Und zwar, wie rum kommen die jetzt? So. So müssten die passen. Dort ist einmal die Führungsschiene, die hier rein muss und das Gewinde natürlich. Und dann wird es hier so reingedrückt und auch wieder dort verschraubt auf beiden Seiten.
und dann hat das hier auch eine ganz gute Stabilität. Als nächstes muss hier der Extruder angeschraubt werden. Der kommt hier bei diesem Bausatz als Kompaktmodul und so kriegt man den nicht ran, weil die Schrauben, die hier sind, oder die man reinführen muss, sind auf dieser Seite, da kommt man also nicht ran. Man muss hier diese beiden Schrauben lösen vom Lüfter, sodass man dann nachher den Motor und den Lüfter abbekommt und dann schraubt man das Blech sozusagen erstmal an und dann schraubt man Lüfter und Motor wieder ran. Ich habe hier dieses Kompaktmodul, ich werde also hier den Lüfter erstmal abschrauben, beziehungsweise wenn ich diese Schraube löse, dann wird auch gleich der Motor abgehen, wie man schon sieht, der ist schon jetzt lose. Der ist hier schon ab, so. Jetzt nehme ich hier den Lüfter auch ab und jetzt kann ich das dort anschrauben und danach wird dann der Motor und der Lüfter wieder zusammengeschraubt. Bei dieser Führung hier ist es so, da sind ja diese zwei Bohrungen, wo die Schrauben hier reinkommen von dem Winkel und da ist es so, dass auf der Rückseite hier von diesem Modul, von dem Plastikteil, Muttern sind. Die sind da eingesetzt, deswegen werde ich die Muttern jetzt erstmal hier einfach mit dem Inbus festhalten von der Rückseite, dass sie mir nicht rausfliegen, wenn ich jetzt hier die Schraube reinsetze. Und dann drehe ich erstmal eins soweit an. So. Und dann mache ich die andere Schraube dort rein, halte ebenfalls die Mutter hier von der Rückseite fest, dass mir die nicht da rausrutscht. So. Und jetzt kann ich die Sache im Prinzip festziehen. Jetzt kann der Motor hier wieder rauf. So. Und auch der Lüfter, der wird dann da verschraubt, wie er vorher auch schon war. Also so muss man ein bisschen festhalten. Dann hier ein bisschen drehen. Wo da die Schraube rauskommt und wo das Gewinde von dem Motor da in etwa ist. Na, der will hier nicht so richtig. So ein bisschen höher setzen den Motor so. Und hier auf der anderen Seite auch. Und dann kann man die ganze Einheit wieder komplett festziehen. Den Motor, da kann man jetzt auch gleich die Leitung entsprechend anschließend ist also jetzt der Motor für den Extruder, die ist mit einem E gekennzeichnet und kann schon mal reingesteckt werden. Dann kann nachher später auch nichts durcheinander kommen, wenn man jetzt die ganzen Leitungen auf dem Mainboard verbindet. Als nächstes kann man hier die Leitung mal ein bisschen zusammenführen, die gehören ja irgendwie alle zusammen. Ich werde hier an der Stelle einfach mal einen Kabelbinder ranmachen. Und dann danach, das zeige ich gleich nochmal, erstmal hier den Kabelbinder, dass man ein bisschen schön macht. Irgendwie so. Kann ich gleich noch abschneiden. Und danach kommt dieser Spiralschlauch rauf. Der lässt sich ja so auseinanderdrehen. Den kann man hier also so raufwickeln. Ist ein bisschen mühselig, aber das sieht nachher wirklich ganz gut aus. Und der wird dann hier rübergelegt, also hier nach oben geht er dann nach hinten weg. Es fehlt ja noch die Steuerplatine, die kommt hier an die Seite und zwar so, dass nachher der SD-Kartenslot und die USB-Buchse nach oben zeigt. Und montiert wird es so, dass hier diese kleinen Kunststoffabstandshalter verwendet werden. Die werden hier an die Seiten, an das Seitenteil angeschraubt. Mit kürzeren Schrauben, diesen liegen auch natürlich mit bei. Na, wo ist es hier? Da. Und nachher wird dann die Leiterplatte einfach nur raufgesteckt. Bevor man jetzt die Leiterplatte da an der Seite befestigt, empfiehlt es sich, diese drei Leitungen schon mal anzuklemmen. Und zwar ist einmal die Spannungsversorgung
Dort darf man natürlich die Polarität nicht verwechseln. Dann haben wir hier den Extruderanschluss, der ist steckbar. Und das andere ist das Heizbett, also die Heizung dazu. Und das macht sich insofern besser, weil wenn man jetzt das hier so reinsteckt, dann müsste man es von unten anklemmen. Also ich empfehle einfach, hier schon vorher anzuklemmen. Die restlichen Anschlüsse sind ja sowieso nur steckbar, da spielt es nicht so eine Rolle. Aber jetzt kann man die Leiterplatte ganz locker da an der Seite anbringen. So, ich nehme die Leiterplatte einfach mal und werde auch die Leitung hier so ein bisschen zur Seite legen. Dann steckt man es einfach rauf. So, damit ist die Leiterplatte montiert. Man kann dann die anderen Anschlüsse hier entsprechend dann anstecken einfach. Die Anschlüsse hier für die Komponenten sind hier auf der Leiterplatte eigentlich fast selbsterklärend. Hier auf der linken Seite sind die ganzen Motoranschlüsse, also XYZ und der Extrudermotor. Dann haben wir hier zwei Anschlüsse für die beiden Lüfter, die ja vorhanden sind. Und auf der rechten Seite haben wir die ganzen Temperatursensoren bzw. auch die Schalter. Das sieht man hier mit T, alles was mit T ist ein Temperatursensor, also E, T heißt Extruder-Temperatursensor. Und hier oben, alles was mit S ist, sind die Lagenendschalter, also S, X, Y und Z, sodass man da eigentlich nichts falsch machen kann. Und das kann man jetzt nach und nach einfach mal anschließen. Die Kabel haben ja auch Labels hier, wie man ja gesehen hat. Und dann kann man es danach anschließen. Wichtig ist dabei, dass bei den Motoren, die sich hier hin und her bewegen, genug Luft ist, dass die Kabel nachgeführt werden können, also nicht zu stramm irgendwie verlegt werden. Die ersten drei Motoren, die ich hier angeschlossen habe, sind die beiden Z-Motoren und der Y-Motor. Ich habe die hier mit Kabelbinder so ein bisschen zusammengemacht, die Leitung. Die Motoren bewegen sich ja nicht. Was ich jetzt auch noch gemacht habe, ich habe hier diesen Lüfter eingebaut, der war noch mit dabei. Allerdings ist es so, der Stecker hier von dem Lüfter, hier, der passt nirgends. Also ich weiß jetzt nicht, was ich damit machen soll. Ich lasse ihn erstmal offen. Gut, jetzt kommen weitere Komponenten wie die Lagenendschalter und die anderen Motoren natürlich. So, hier sind jetzt die Lagenendschalter angeschlossen. Also einmal der X, der geht hier nach oben. Dann Y, der geht nach hinten. Und Z, der ist hier unten. Und somit sind die auch erstmal angeschlossen. Als nächstes werde ich die Temperatursensoren anschließen. Das ist einmal hier der Anschluss für das Heizbett, also BT, also hier ran. Und einmal vom Extruder, das ist dieser Sensor, der kommt dann da unten ran. Als nächstes schließe ich den Motor vom Extruder an. Der ist ja mit E gekennzeichnet. Der geht also an E-Motor. Und natürlich auch der letzte Motor, der hier noch offen ist. Das ist hier der X-Motor mit X gekennzeichnet. Der kommt da unten dran. Dann haben wir noch das Display hier. Und das kommt hier auf die rechte Seite. Da kann man das Flachbandkabel auch nochmal mit dem Kabelbinder ein bisschen zusammenfalten hier, damit es nicht zu sehr im Weg steht. Zum Schluss kommt noch der Lüfter vom Extruder ran. Der kommt also hier unten dort rein, auf der linken Seite, richtig herum natürlich. So. Der Lüfter hier an der Seite, den kann ich wie gesagt nicht anschließen, der hat einen falschen Stecker. Den lasse ich erstmal frei. So sieht jetzt der Aufbau bei mir aus. Noch ein bisschen chaotisch hier. Kann man aber alles noch schön machen. Aber ich will nochmal zeigen hier, wie ich das so verlegt habe, die Leitung, so ein paar. Ich habe hier das Flachbandkabel. Das geht hier durch diese Öffnung an das Display. Und das Kabel hier, das hatte ich ja gesagt, das ist hier vom Extruder mit Motor und Lüfter und so weiter. Das geht hier, wurde einfach rübergelegt. Und das vom Heizbett, das Kabel mit dem Temperatursensor, das habe ich jetzt hier am Kabelbinder so durchgezogen. Der Kabelbinder ist lose, damit, wenn das Heizbett hier zurückfährt,
da bis zum Lagenendschalter hier das Kabel nicht dann im Weg ist. Das ist ganz wichtig, also das muss man hier irgendwie nachher auch nochmal irgendwie zusammenbinden. Und ja, so sieht es erstmal aus. Von vorne ist eigentlich kaum was zu sehen. Das ist so, wie ich das ja gemacht habe hier mit dem Kabelbinder. Ja, mehr ist da eigentlich gar nicht zu sehen. Jetzt muss man den Drucker zunächst mal ein bisschen mechanisch justieren. Die Justierung erfolgt so, dass man hier die Höhe von der von dem Q-Assembly, also hier von dieser Einheit, die hier rüber geht, quer auf beiden Seiten auf eine Höhe bringt. Dazu habe ich hier einfach mal so ein Stahllineal, was ich hier ansetze, und dann sehe ich hier genau, wie hoch das ist. Ich habe das hier versucht, es hier auf 160 mm einfach mal einzustellen, und das gleiche mache ich dann hier hinten, und das sollte dann möglichst genau und gleich sein. Also von hier unten einfach ansetzen, hier eine Höhe meinetwegen einstellen, fest. Ist auch eigentlich auch egal, wie hoch das jetzt erstmal ist. Wichtig ist, dass es auf beiden Seiten gleich ist, und das werde ich jetzt machen. Damit ist sichergestellt, dass eben beide Achsen in der gleichen Höhe hier sind und dann auch parallel gleich runterfahren und hochfahren können. So, man sieht jetzt hier, ich habe das hier bei 160 mm die Oberkante dort abgetragen oder abgemessen oder eingestellt. Und das gleiche habe ich hier auf der Seite gemacht. Und als nächstes wird die Nulllage für den Extruder eingestellt. Bei dieser Einstellung, die jetzt hier am LC-Display durchgeführt wird, ist es so, dass hier diese Nulllage eingestellt wird, und dazu gibt es hier an der rechten Seite so einen Lagenendschalter, also hier ist der Lagenendschalter, und da gibt es hier diese Schraube, die muss man dann entsprechend anpassen. Und wie kann man das machen? Man schaltet den Drucker ein, dann geht man in das Menü, wo man so diese Home Position einstellt, dann fährt er also hier diesen Punkt an. Dadurch, dass man aber derzeit noch gar nicht weiß, wann der Lagenendschalter auslösen muss, muss man also dort Schritt für Schritt vorgehen, also nicht zu tief hier einstellen. Und dann muss man immer wieder mal die Schraube hier nachjustieren, dass man nachher wirklich dann diese Lage, die Nulllage kriegt. Die sollte ungefähr so sein, dass ein Blatt Papier nachher zwischen der Heizplatte und dem Extruder durchpasst, und dann ist der eigentlich eingestellt. Und das kann man dann an den vier Stellen noch machen und dann jeweils hier die Schrauben dazu verstellen, dass das Bett dann auch da entsprechend genau angepasst ist. Den Drucker habe ich eingeschaltet, und mit der mittleren Taste kommt man hier in das Menü. Vorausgesetzt, die Tasten prellen nicht. Das ist also auch einer der Punkte, die mich persönlich extrem stören. Das heißt, die Tasten werde ich irgendwann auch austauschen. Man geht dort in Prepare, dann nochmal die mittlere Taste und dann Auto Home. Und wenn ich das drücke, dann fährt er jetzt diese Nullposition ab, und da will ich nochmal die Kamera jetzt umschwenken. Ich drücke jetzt Auto Home. Und jetzt fährt er das Bett hier zurück. Er muss ja hier irgendwie an diese Stelle. Jetzt fährt er runter. Das dauert einen Moment. Man sieht jetzt hier an der Seite schon den Stift für den Lagenendschalter. Und die Frage ist, wann löst der aus? Also wann stoppt er den Motor? Und dann muss man gucken, wie groß der Abstand ist. Und dann diese Schraube sozusagen nachjustieren. Wir warten erstmal ab, bis er wieder ganz unten angekommen ist. Also bis der Lagenendschalter auslöst. Und dann guckt man sich den Abstand hier an. Jetzt hat er ausgelöst. Ja. Und jetzt sieht man, es ist noch ein großer Abstand. Also ich schätze ihn mal von hier auf jeden Fall 3 mm oder so. Und jetzt muss ich also diese Schraube sozusagen um 3 mm noch weiter nach oben drehen, damit er etwas später auslöst. Da empfiehlt es sich wirklich, das Schritt für Schritt zu machen. Also wirklich nur wenige Umdrehungen erstmal hochziehen, nochmal Auto oben drücken, dass er dann hier wirklich genau positioniert ist. Ich habe jetzt nochmal die Schraube hier ein bisschen verstellt, und ich bin in dem Menü
reingegangen, dass man hier die Z-Achse um 3 mm einfach nach oben fährt und gehe jetzt nochmal nach Auto Home. So, nach mehrmaligen Justieren hier der Schraube scheint es erstmal so zu stimmen. Wichtig ist dabei, dass hier das Bett natürlich hier vorbeikommt. Und ich ziehe das jetzt hier mal vorsichtig raus. Dazu geht man in das Menü und schaltet erstmal die Stepper aus. Die sind auch in Prepare Disable Steppers. Dann werden die ausgeschaltet und wenn ich jetzt das hier vorsichtig vorziehe, das Bett, dann kommt also der Extruder da auch drüber. Und jetzt nehme ich hier ein Stück Papier und es sollte gerade so durchgehen. Das passt also, ist jetzt ungefähr ein Zehntel oder so. Jetzt macht man Folgendes, jetzt schiebt man einmal das Bett sozusagen in, oder den Extruder in jede Ecke hier von dem Heizbett und macht den Test mit dem Papier und wenn das nicht passt, dann dreht man an den Flügelschrauben und stellt die Höhe dann nochmal so ein bisschen ein. Ich bin jetzt hier mal mit dem Extruder hier in der Mittelposition und probiere immer wieder mit dem Papier, ob das drunter geht. Es darf also hier nicht schaben, in keinem Fall. Ich ziehe den also hier immer vorsichtig weiter und hier ist er schon, hier geht er schon nicht mehr durch. Das heißt, ich muss hier wirklich noch mal ein bisschen drehen, dass das Stückchen Papier drunter geht. Ja, ein bisschen noch. So. Und das mache ich jetzt in allen Ecken sozusagen und dann ist das eigentlich soweit kalibriert und eingestellt. So, ich habe jetzt das soweit angepasst und ich will es nochmal zeigen. Es ist ganz wichtig, dass man wirklich das sich anguckt und dann hier mit dem Blatt Papier testet, ob das dazwischen geht. Und es muss jetzt, wenn ich jetzt hier das Heizbett verschiebe, überall normal dazwischen gehen. Und so habe ich das im Prinzip jetzt erstmal angepasst. Ja, so dass man jetzt vielleicht sogar so einen ersten Probedruck mal machen kann. Wichtig nach dieser Einstellung ist natürlich, dass man hier diese Schraube wirklich gut hier festschraubt, dabei natürlich nicht verstellt. Also hier oben festhalten mit dem Inbus und dann die beiden Muttern festzieht, dass ich das dann nicht mehr verstellen kann. Bevor ich jetzt nun wirklich einen Probedruck wagen kann, möchte ich mal auf zwei Dinge noch aufmerksam machen, die ich hier schon geändert habe. Es sind kleine Dinge. Zum einen ist es hier rechts diese Schraube, da zoome ich mal kurz rein. Das ist also hier die Schraube, die dieses Seitenteil hält, in der Mitte. Und ich habe hier eine Senkschraube jetzt genommen, also vorher ein bisschen gesenkt und dann eine Senkschraube genommen, weil sonst beim Hochfahren hier dieser Halter mit der Rolle drauf, dieser hier, sozusagen dagegen kommt. Da ist auf der anderen Seite auch noch eine Schraube und die fährt dann gegen diese Schraube, sodass es kurzfristig ruckelt und das darf natürlich in keinster Weise sein. Das ist also eine Art Konstruktionsfehler. Also hier dran denken, diese mittlere Schraube gleich als Senkschraube zu versehen, dann hat man keine Probleme, so kommt dieses Gestell hier sozusagen auch vorbei. Eine zweite Sache, die ich bereits gemacht habe, sieht man hier. Ich habe hier diese Gewindestange eingesetzt und habe hier dazwischen ein Alu-Rundprofil dazu gepackt. Das macht die ganze Sache hier ein bisschen stabiler und ich kann vor allem hier die Leitung von dem Heizbett hier rüberlegen. Ich muss es noch hier in so einen Spiralschlauch natürlich binden, aber sonst ist diese Leitung hier immer irgendwie im Weg. Und ja, ich habe also hier zwei Löcher gebohrt. Abstand von oben ist hier 65 mm und von vorne hier 45 mm auf beiden Seiten dann hier gebohrt, dass es einigermaßen gerade ist. Das Aluprofil zurechtgeschnitten sozusagen, abgemessen und dann hier mit der Gewindestange verstärkt. So ist es stabil und wie gesagt, die Leitung kann hier dann rüber. Zu guter Letzt will ich natürlich noch einen Probedruck machen, der läuft im Moment schon. Und zwar habe ich mir überlegt, dass ich was Sinnvolles gleich mache und nicht irgendeinen Würfel. Man sieht hier das Teil, was ich gerade drucke. Und zwar ist es eine Halterung hier für die Gewindestangen von der Y-Einheit. Und da will ich mal jetzt auf den Drucker natürlich gleich schwenken. So, hier ist er am Drucken. Ist ein relativ kleines Teil. Ich dachte, es wäre etwas größer, aber gut.
Und ich bin dann gespannt, wenn das dann fertig ist, wie das dann so von der Qualität ist und ob ich das dann hier gut einsetzen kann. Ich will mal ganz kurz zeigen, wozu das Teil da ist. Man hat ja hier unten diese beiden Gewindestangen und ich möchte den Drucker auch hier auf dieser Holzplatte aufschrauben. Und da habe ich das zufälligerweise gefunden. Ich weiß nicht genau, ob es hundertprozentig passt, aber ich will es erstmal sehen, ausdrucken und gucken, ob es passt. Und dann gegebenenfalls werde ich das Teil noch ein bisschen abändern oder so. Aber das ist so jetzt der Probedruck, der im Moment läuft. Und ich warte jetzt natürlich, bis das hier dann auch fertig ist. Während des Drucks kann man hier auf dem Display mal schauen, was da so angezeigt wird. Also erstmal die Temperaturen einmal von dem Extruder und einmal von dem Heizbett. Dann hat man die Position, wo sich der Extruder gerade befindet. Und man sieht hier bei SD 80%, also er ist zu 80% fertig, hat derzeit 17 Minuten gebraucht. Also da findet man die Informationen. Das heißt, es dauert nicht mehr lange, dann ist hier der Druck auch durch. Man sieht, ich habe hier eine SD-Karte drin. Ich brauche also jetzt den PC nicht. Habe also dort so ein G-Code-File erzeugt und habe die Karte reingesteckt. Da gibt es noch ein paar Probleme, da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Wenn der Druck hier fertig ist, und so sieht jetzt im Moment das Teil schon aus. Also ist schon ganz ordentlich. Und dann warte ich noch, bis das dann eben abgeschlossen ist. Man hört jetzt auch ganz gut hier am Druck, dass er schon wieder eine Ebene höher ist. Man sieht jetzt hier die Bohrungen in dem Teil sind ja schon zu sehen. Also der ist jetzt kurz vorm Abschluss, ist im Moment 91% gerade, also dauert nicht mehr lange, dann ist das fertig. Derzeit so 20 Minuten gebraucht, das Teil. Also geht ziemlich schnell bei dem Teil hier. So, der Druck ist jetzt bei 99%, 22 Minuten sind jetzt rum. Und ich warte nochmal hier auf den Abschluss, müsste eigentlich gleich fertig sein. Die letzten Schliffe noch oben. Und ja, tatsächlich, jetzt ist er fertig hier. Und ja, fertig gedruckt. Freut mich sehr, dass es so gut geklappt hat. Und jetzt muss man natürlich das hier erstmal alles abkühlen lassen, noch nichts weiter machen. Und wenn es dann abgekühlt ist, man sieht es dann auch oben, wie hoch die Temperatur da ist. Also wenn es auf normale Temperatur, Zimmertemperatur wieder abgekühlt ist, dann kann man das abnehmen, das Teil. Hier ist nun das Ergebnis zu sehen. Und ich muss sagen, für den ersten Probedruck für diesen Drucker ist das Ergebnis okay. Also es ist natürlich jetzt nicht komplett glatt hier und so, aber es spielt für dieses Teil eigentlich auch keine Rolle. Und zum Schluss möchte ich nochmal zeigen, wie ich überhaupt diese Datei für dieses Bauteil hier sozusagen erzeugt habe und welche Nachbesserungen es hier für diesen Drucker gibt, beziehungsweise wo ich denke, dass man da Verbesserungen durchführen sollte. Ich habe ja hier dieses Teil nicht selber gezeichnet, sondern von Thinkiverse runtergeladen. Und da kriegt man diese STL-Datei und muss das hier in Cuba nochmal anpassen, dass das für den Drucker natürlich lesbar ist, das File. Also, und da will ich mal ganz kurz drauf eingehen, was ich da so eingestellt habe. Also das Erste, was man machen muss, man muss ja den Drucker hier festlegen, welchen man benutzt. Diesen CTC-A8, den gibt es natürlich hier nicht in Cuba. Es gibt vorgefertigte Drucker, also zum Beispiel Prusa oder Ultimaker. Und ich habe Folgendes gemacht, ich habe den Prusa ausgewählt, zunächst mit Add Printer, habe den umbenannt und habe den hier nach CTC-A8 Do-It-Yourself umbenannt. Und dann habe ich die Einstellung für diesen Drucker vorgenommen. Man sieht also auch hier in diesem Fenster, ich habe also hier den Prusa zuerst gehabt und sozusagen jetzt mein neu kreierter mit dem neuen Namen. Und habe ein paar Settings geändert. In Machine Settings sieht man jetzt hier ein paar Änderungen. Wichtig bei der ganzen Geschichte sind jetzt hier die Angaben von der Größe des bedruckbaren Bereichs und auch die Höhe, also X, Y und Z. Dann, ob es sich um ein nur heizbares Bett handelt, ja. Und der C-Code-Flavor ist hier RepRap. Den Rest habe ich so gelassen. Im Tab Extruder 1 ist nochmal diese Nozzle Size, das ist praktisch der Innendurchmesser von dem Extruder, da wo das Filament rauskommt und wie dick das Filament ist. Das war aber hier auch schon so eingestellt, das kann man hier lassen. Ich habe also hier diese
Größen so gelassen und habe dann hier, bin auf Close gegangen und damit ist dann der Drucker erstellt. Alle anderen Sachen habe ich wirklich gelassen, habe ich nichts geändert. Die Datei von Thinkiverse heißt hier M8 Rod Base Clamp PP STL. Die habe ich jetzt hier schon mal aufgerufen. Das war also sozusagen mein letztes Projekt. Ne, das zeigt er hier an. Okay, jetzt habe ich zwei drauf. Hier ist jetzt ein bisschen blöd, aber egal. Man sieht jetzt also hier, wie das aussieht, wird also liegend gedruckt. Und was man jetzt macht, man geht hier rechts unten hin. Ich weiß nicht, sieht man das auf dem Video noch? Hier rechts auf Prepare und Ready to Slice. Und dann wird ein G-Code-File erzeugt in dem Ordner, wo jetzt auch diese Datei hier schon drin war. Nachdem ich das hier nochmal geklickt habe, sagt er Ready to Save to Removable Drive. Save to Removable Drive, sagt man da. Und dann zeigt er eben auch an, wo er es hin speichern soll. Hier in dem Fall bei mir auf Drive E. Und bei mir ist es dann auch dann eine SD-Karte. Ich habe es vorhin schon gemacht, deswegen lasse ich das jetzt mal. Und diese SD-Karte nehme ich dann raus und packe die in den Drucker. Das heißt, da wo ja der SD-Karten-Slot ist, dann kommt die also rein und dann kann man den Druck starten. Ich habe den Drucker hier mal gestartet und werde jetzt die SD-Karte mal reinlegen. Ist ein bisschen fummelig hier an der Seite, aber es geht. Jetzt sagt er hier Card inserted. Ich habe allerdings es auch schon so gehabt, dass er die Karte irgendwie nicht erkannt hat. Und die Lösung war bei mir, ich packe die Karte erst rein und schalte dann den Drucker ein. Dann hat er das im Prinzip gemacht. Card inserted. Und jetzt gehe ich hier in das Menü. Print from SD. Also da muss man jetzt die rechte Taste drücken. Und der zeigt da eben hier an, welche Datei, diese PI3MK und so weiter. Und dann kann man das sozusagen auswählen und dann fängt er auch an zu drucken, nachdem er den Extruder und auch das Heizbett aufgeheizt hat. Das mache ich natürlich jetzt nicht, weil ich das Ding jetzt erstmal so lassen werde. Und ja, irgendwann geht er auch wieder zurück hier in das Hauptmenü. Jetzt möchte ich mal auf ein paar Dinge zurückkommen, die man hier verbessern kann und beziehungsweise die ich verbessern werde. Das erste, was ich ja zu Anfang mal gesagt habe, sind hier diese Tasten. Die Tasten prellen, sie sind laut, sie haben kein gutes Druckgefühl und also mal gehen sie, jetzt zum Beispiel gehen sie nicht. Man muss also hier irgendwie von der einen Seite irgendwie drücken. Das ist alles ganz ätzend. Also die Tasten tausche ich auf jeden Fall aus. Eine weitere Sache, die ich auch ändern werde, ist generell hier diese Anzeige hier oben, die stört mich so ein bisschen, weil man doch sehr weit weg hier das bedienen muss. Ich werde also diese ganze Einheit nach vorne unten verlagern, so wie es beim Prusa zum Beispiel auch ist, wo man vorne direkt im unteren Bereich vor der Heizplatte sozusagen dieses Bedienelement hat und dort das bedienen kann. Eine weitere Sache, die mich gestört hat und nach wie vor stört, ist hier die Sache mit dem Netzanschluss. Ich werde da auf jeden Fall, also ich habe es jetzt so gemacht mit den Abstandsbolzen hier, aber ich werde auf jeden Fall hier auch eine Plastikkappe drucken und dann hier diese ganze Einheit dort anschrauben, dass das hier alles so offen ist. Das stört mich sehr und das werde ich auf jeden Fall ändern. Eine Änderung, die ich ja schon durchgeführt habe, ist hier dieses Profil mit einer Gewindestange, um einfach eine bessere Stabilität zu bekommen. Eine weitere Sache, die mich natürlich stört, ist dieser Kabelverhau. Da hätte man durchaus die Kabel ein bisschen kürzer machen können bei bestimmten Anschlüssen. Ich werde also hier auch irgendwie eine Plastikabdeckung davor drucken und davor dann montieren, dass dieses ganze Zeug hier irgendwie verschwindet. Vielleicht werde ich auch Kabelleitungen kürzen, mal gucken. Also das werde ich auf jeden Fall hier noch ändern. Hier muss auch was davor. Natürlich so, dass ich an die SD-Karte hier rankomme und an den USB-Anschluss, aber so ist es natürlich nicht akzeptabel. Eine weitere Sache, die ich festgestellt habe, ist hier vorne diese Y-Einheit praktisch mit den Gewindestangen. Die ist hier etwas wackelig.
Und es geht natürlich nicht, deswegen habe ich ja dieses Teil hier ausgedruckt. Das wird jetzt hier zwischengepackt, damit ich das dann auch anschrauben kann. Ein bisschen runterdrücken, ist etwas stramm. Also ganz passend tut das Teil übrigens nicht. Aber egal, ich passe es noch an. Sodass also hier wirklich diese Führungsschiene an vier Stellen, also hier vorne und dort hinten auch, wirklich ganz stark fixiert ist und dass es nicht verrutschen kann oder wie auch immer. Eine weitere Sache, die hier nicht vorhanden ist, ist hier so eine Führung für das Filament. Da gibt es ja auch Vorlagen für auf Thinkiverse. Da werde ich auf jeden Fall hier eine Führung machen, dass das Filament hier von oben reingeführt wird. Außerdem habe ich festgestellt, dass hier bei diesen Führungsmuttern sozusagen schraubenlose waren. Das hatte man vorhin, glaube ich, auch im Video gesehen. Ich habe mir das nochmal angeguckt vorher jetzt natürlich. Und da war eine Schraube wirklich oben. Also hier schraube ich die alle nochmal fest. Ich schraube generell nochmal alle oder ziehe alle Schrauben nochmal nach, damit das natürlich da nicht wackelt oder so. Es gibt da sicherlich noch viel mehr Dinge, die man verbessern kann. Zum Beispiel hier andere Gewindestangen, Trapezgewindestangen, so wie man es ja auch überall immer liest und hört. Das mache ich im Moment noch nicht. Ich werde erstmal die einfachen Änderungen, die ich jetzt hier plane, werde ich erstmal durchführen. Und ich denke mal, für 89 Euro oder 100 Euro, was das Ding jetzt im Endeffekt kostet, ist das Ding eigentlich ganz gut zu gebrauchen. Das erste Druckergebnis war für mich okay. Das war völlig ausreichend für die Funktion hier, dieses Teil. Und ich habe auch gesehen, da müsste man vielleicht noch mal etwas langsamer drucken, damit es besser wird. Was hier auch noch fehlt, ist ein Lüfter für das Bauteil, was gedruckt wird, damit das Filament auch dann schnell abkühlt, wenn es gedruckt wurde. Dann kriegt man es auf jeden Fall noch mal besser hin, den Druck. Aber im Moment ist es für mich jetzt erstmal nicht relevant, aber den werde ich sicherlich auch irgendwann dort anbringen. Ja, das war es mal wieder hier so zu diesem Thema 3D-Drucker im Selbstbau. Das ist, glaube ich, die billigste Variante hier. Wer also Spaß hat, Sachen hier zusammenzubauen und zu entdecken, der ist mit dem Teil wirklich gut aufgehoben. Es gibt ein paar Macken, ganz klar. Aber es ist nun mal, wie gesagt, auch kein 2000-Euro-Drucker, bei dem man nichts machen muss. Es macht Spaß, die Sachen sich hier ein bisschen anzueignen und zu gucken, wie das so funktioniert. Und ich kann eigentlich nur empfehlen, das Ding einfach mal sich zulegen für den Preis und ein bisschen basteln und dann wird man auch zum guten Ergebnis kommen. Ich wünsche dann weiterhin viel Spaß und tschüss.